Mehrere Apple-Huawei-Mitglieder haben jetzt Statements veröffentlicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, obwohl ich das jetzt schon editiert habe im ersten Video von gestern, dass man das nicht unbedingt sehen wird. In der Videobox würden die Statements drin sein, aber ich nutze dieses Video hier als schnelles Update, dass ihr seht, was die Leute dazu sagen. Demon sagt Folgendes: Da ich hier nicht mehr aktiv bin, hat es ein wenig gebraucht, bis ich von den Anschuldigungen gegen Apple-Huawei erfahren habe, die ich für absolut plausibel halte, auch wenn ich davon bis heute keine Kenntnis hatte. Auch wenn ich nur weniger am Begriff bin und eher am Rand der Gruppe stand, will ich hier aus Überzeugung zur Solidarität mit Sam aufrufen. So etwas sollte niemandem passieren und die Kraft, die es kostet, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, ist nur mit Respekt zu honorieren. Das Opfer und ich haben uns nur flüchtig gekannt und ein paar Mal gesehen, aber ich will dennoch meinen vollen Support für Sam bekunden. Ich hoffe, diese Reveal hilft dir auf deinem weiteren Weg. Stay strong. Gigaplex zitierte das dann und schrieb dazu: Dem kann ich mich 1:1 anschließen. Ich habe auch erst heute davon erfahren, gerade da ich auf Social Media allgemein nicht mehr wirklich aktiv bin, da ich mich vor über 10 Jahren entschlossen hatte, mich auf andere Verpflichtungen außerhalb Social Media zu konzentrieren. MasterChamp schrieb folgendes Statement: Liebe Leute, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass Chan von Apple-Huawei Pictures Machtmissbrauch mit sexuellem Hintergrund vorgeworfen wird. Dies soll vor allem auch in der Hochzeit von Apple-Huawei Pictures und auch danach noch um 2019 passiert sein. Ich möchte diese Sache nicht totschweigen und mich ganz klar von all dem, was dort passiert ist, distanzieren. Ich habe hier bereits mit einer betroffenen Person gesprochen und möchte hier auch noch einmal betonen, dass ich meine volle Solidarität mit allen Betroffenen ausdrücken möchte. Ich wünsche euch nur das Beste. In der damaligen Zeit habe ich es schlicht nicht gewusst und mitbekommen. Die Nachricht hat mich jetzt die letzten Tage genauso hart getroffen wie euch. Mir war bis jetzt nämlich lediglich bekannt, dass Chan seine Internetpräsenz aufgibt. Den genauen Grund habe ich auch erst jetzt erfahren. Hätte ich es damals mitbekommen, hätte ich sicher nicht geschwiegen und ich verurteile dieses Verhalten aufs Schärfste. Mit Chan selbst habe ich schon lange keinen intensiven Kontakt mehr und werde auch das bisschen, was hier noch geblieben ist, endgültig beenden. Auch Shorty schrieb ein Statement. Er schrieb: Hallo liebe Leute, ich habe seit Jahren nichts mehr mit YouTube und dem Thema Apple-Huawei zu tun. Mich hat gerade eine Freundin angeschrieben und auf das Thema Chan und Apple-Huawei aufmerksam gemacht. Wie soll ich da anfangen? Ich bin absolut geschockt und weiß nicht, wie ich die richtigen Worte finden soll, aber ich versuche es trotzdem. Zuallererst, ich habe zwei betroffene Personen geschrieben und ihnen meine volle Solidarität zugesprochen. Ich habe privat mit Chan auch damals schon kaum etwas unternommen. Vielmehr waren es die Videos und Drehs, zu denen ich da war, an denen meistens auch mehrere vom Team teilgenommen haben. Ich kann euch versichern, dass mir nichts in die Richtung bekannt war und ich wirklich nichts davon mitbekommen habe. Ich bin gerade sehr getroffen. Ich kann euch versichern, dass ich sofort Schritte eingeleitet hätte. Ich selbst bin vom Beruf Sozialpädagoge und arbeite mit Kindern und Jugendlichen. Wer mich kennt, weiß, dass deren Wohl mir mehr am Herzen liegt als mein eigenes. Ich schäme mich dafür, nichts mitbekommen zu haben. Ich selbst habe so gut wie gar keinen Kontakt mehr zu Chan, schon seit Jahren. Ich möchte meine volle Solidarität allen Opfern aussprechen und finde es sehr stark, dass sie sich trauen, etwas zu sagen. Das erfordert viel Mut und das respektiere ich von ganzem Herzen. Wer mich kennt, weiß, wie ich zu so einem Thema stehe. Ich distanziere mich ausdrücklich von allem, was dort passiert ist. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich nichts gemerkt oder mitbekommen habe, um einzuschreiten. Shorty. Und auch Tenz äußerte sich dazu jetzt schon. Ich habe gestern Nacht durch MasterChamp von der aktuellen Thematik erfahren. Als jahrelangen Freund und Apple-Huawei-Weggefährten von Chan schockiert es mich sehr. Ich musste meine Gedanken erst einmal sammeln, erst einmal verstehen, was vor sich ging. Ich verurteile aufs Schärfste Chans Verhalten und distanziere mich von den Handlungen, die Chan zu Lasten gelegt wurden und die, soweit ich informiert bin, wahr sind. Meine uneingeschränkte Solidarität gilt hierbei den Betroffenen, die den Mut aufbringen, über diesen schwierigen Sachverhalt zu reden. Ich biete für die Aufarbeitung der Ereignisse meine volle Unterstützung an. Als Gründungsmitglied bei Apple-Huawei habe ich das Gefühl, viel erzählen zu müssen, aber nicht viel erzählen zu können und das fühlt sich weird an. Der Mann, der alles erzählen könnte, hat sich komplett aus dem Internet zurückgezogen und mir dann nicht einmal mitgeteilt, was die wahren Gründe für diesen Rückzug waren. Aber um mich geht es hier nicht, ich bin hier nicht das Opfer. Ich bin einfach bloß enttäuscht, wütend, traurig und beschämt über die Vorkommnisse. Mir tut vor allem leid, die Erzählungen einer Betroffenen zum damaligen Zeitpunkt nicht ernst genommen zu haben. Mir war bewusst, dass Chan einen promiskuitiven Lebensstil führt, nicht aber welches Ausmaß dies hatte. Wie mir mittlerweile klar wurde, hat Chan anscheinend in mehreren Fällen Grooming betrieben und sexuelle Handlungen an Minderjährigen vorgenommen. Hierfür hat er seine Bekanntheit schlicht ausgenutzt. Neben Sam und Ellie hat es wohl noch weitere Betroffene gegeben. Ich hoffe, sie werden dereinst in der Lage sein, die Geschehnisse zu verarbeiten. Ich wünsche ihnen viel Kraft auf diesem Weg. Ellie ist die Person, die ich gestern als dritte Betroffene genannt habe, die schon Fotos hergezeigt hat, wo sie sich mit Chan zeigt, die ich hier jetzt nochmal einblende, weil sie schon seit vielen Monaten, seit mehreren Jahren darum kämpft, das Ganze anscheinend ans Licht zu bringen. Sam hat mittlerweile selbst bestätigt, dass die beiden gegeneinander
aufgehetzt wurden von Chan. Und das hat dazu geführt, dass sich Ellie dann nicht allzu wohlwollend über Sam geäußert hat. Man sieht sehr viele Tweets, die ziemlich fies sind, die sehr gegen Sarah schießen, die unterste Schublade gegen Lucy schießen. Ich finde es gut, dass sich die beiden wieder vertragen haben. Das haben sie nämlich beide bekannt gegeben auf Twitter. Und ja, dass sie das Kriegsbeil quasi begraben haben und jetzt gegenseitig sich unterstützen möchten. Ich habe auch gesehen, wie sie sich auf TikTok unterhalten und da dann eben drüber sprechen, was da noch so alles vorgefallen ist. Ich blende euch hier wieder die Screenshots so wie gestern ein. Und es kommen immer mehr Tweets von Opfern, es kommen immer mehr Hörensagen dazu. Es wird mittlerweile schon so weit gegangen, dass Sio mit reingezogen wird. Der Tweet dazu existiert schon seit sehr vielen Monaten, hat nicht allzu viel Aufmerksamkeit bislang gekriegt. Jetzt wird es auf einmal relevant, weil es zum Thema passt. Dass Sio auch mit Ellie etwas gehabt haben soll, ihr zufolge. Und die Behauptungen, warum Chan seinen Kanal löscht oder seine Internetpräsenz aufgibt, die sind auch relativ vielseitig. Es steht einerseits im Raum, ein User hat zum Beispiel einen Screenshot gepostet von einem WhatsApp-Chat mit ihm, wo er ihm schreibt, dass er geistig ausgelaugt ist und nicht mehr selbstständig sein möchte und dass es ihm jetzt sehr viel besser geht. Ellie und er haben dann drüber geschrieben, woher dieser Screenshot kommt, und da meinte dann der andere, dass er random die Nummer mal gekriegt hat vor 3 Jahren. Ein Video habe ich noch gefunden bei dem Yeris, ist ungefähr 5 Tage alt, wo Chan drüber redet, sehr vage, warum er geht. Es hat jetzt auch den Anstoß gegeben, meine Oma ist gerade ins Krankenhaus gekommen, und da habe ich mir gedacht, jetzt, das war jetzt der Anstoß, jetzt reicht's offiziell. Und dann war ich gerade noch bei meiner Mutter, der geht's auch nicht so prickelnd. Und dann habe ich mir gedacht, ja, komm, dann bin ich lieber für die alle da, such mir nochmal einen Job. Das ist, ich verdiene auch nicht mehr so viel, dass es sich lohnt, nur noch von Twitch und YouTube leben zu können. Schon lange nicht mehr. Und in dem Sinne, denn das nervt auch mit den Steuern und alles. Dann habe ich mir gedacht, dann mache ich jetzt dicht. Dann mache ich jetzt einfach dicht. Es reicht. Ihr seht ja Sarah auch schon seit Monaten nicht mehr. Seitdem Poppy damals gestorben ist, hat sie auch sehr stark die Lust an allem verloren. Und dann haben wir jetzt gedacht, bevor wir das noch weiter hinauszögern, bedanken wir uns einfach einmal für alles, für die ganze lange Zeit und vielen Dank. Aber wir hören jetzt auf. Es tut uns leid, dass das auch so plötzlich kommt, aber es war schön mit euch. Aber es gibt ja auch noch mehr als genügend andere Meerschweinchen- und Tiervideos auf YouTube. Das sollte kein Problem sein. Und offenbar werden da Kommentare gelöscht, wie mehrere User schon geschrieben haben. Es wird auch im Zusammenhang mit dieser ganzen Sache jetzt immer wieder Lord Abaddon ins Spiel gebracht, der aber anscheinend nur so am Rande mit Apple War Pictures zu tun gehabt haben soll, wo es darum ging, dass er damals einen großen Skandal gehabt hat, in dem ihm vorgeworfen wird, minderjährige Mädchen in Online-Gruppen gelockt zu haben und sie gezwungen zu haben, ihm anzügliche Fotos zu schicken. Daraufhin brach ein riesiger Shitstorm los, obwohl die Vorwürfe nie offiziell bestätigt wurden. Daraufhin hat er sich zurückgezogen und dann irgendwann ganz als Lord Abaddon aufgehört. Ich habe jetzt gesehen, dass seine Social-Media-Accounts aktiv sind und er ist anscheinend in der Finanzdienstleistung aktiv. Ellie erhebt allerdings auch schwere Vorwürfe, dass andere von Apple War Pictures da genauso involviert waren. Zum Beispiel sagt sie, dass sie von Sklaven gegen ihren Willen geküsst worden ist und dann derjenige sich beschwert hat, dass sie Chan lässt, aber ihn nicht und überall die Beine breit macht angeblich. Sie sagt außerdem, dass sie mit Krimi-Spinner zusammen war und dass sie der ständig mit Fangirls betrogen hat, weil er sich auch mal so cool fühlen wollte wie Chan und so. Und es wird von Ellie geschrieben, dass es eine WhatsApp-Gruppe gegeben hat, in der andere aus dem Team waren und zum Beispiel auch Mr. Trashpack, wo sie sich gegenseitig anzügliche Bilder von Mädels rumgeschickt haben oder von anderen YouTuberinnen. Ich finde es in diesem Zusammenhang dann eigentlich fast schon interessant, dass die Statements sich rein auf Chan und das ganze Grooming beschränken, was ja sehr problematisch ist und unter Umständen auch strafrechtlich relevant ist, da er ja ein Machtgefälle eben ausgenutzt hat und da Sam zum Beispiel 15 Jahre alt zu dem Zeitpunkt war und das dann in Deutschland eigentlich zur Anzeige gebracht werden könnte. So viel zu dem Thema erstmal. Ich wollte nicht heute schon wieder ein Video zu dem ganzen Thema machen, aber da die Statements so schnell gekommen sind, fand ich es dann doch relevant. Lasst gerne ein Like da beim Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es gibt auch sehr viele andere Themen in Zukunft wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.